Wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ihr dürft alle nochmal aufstehen. Wir haben heute einen ganz besonderen Tag, nämlich unser Herr ist auferstanden. Und wir werden gleich, ich liebe Traditionen und es gibt gute Traditionen, es ist nicht jede Tradition ist wegzuwerfen, sondern es gibt eine gute Tradition in der Christenschaft, nämlich, wenn ich sage, dass Jesus auferstanden ist, antwortet ihr alle laut mit wahrhaftig auferstanden. Lass uns das dreimal machen mit richtig, richtig viel Power. Jesus ist auferstanden. Jesus ist auferstanden. Jesus ist auferstanden. Hey, lass uns uns an Jesus einen riesen Applaus geben. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Und ihr merkt eigentlich, glaube ich, heute schon auch einfach vom Gefühl her, heute ist ein besonderer Tag, weil unser Herr lebt. Amen. Wir haben letzten Freitag, vor zwei Tagen, eine richtig geniale Predigt von unserem Pastor Joachim gehört, über Freitag darüber, dass Jesus, als er ans Kreuz gegangen ist, dass er einsam gestorben ist, verlassen von den Menschen. Und wenn du die verpasst hast und wenn du dich fragst, was am Kreuz passiert ist, musst du die Predigt unbedingt auf YouTube anschauen. Und am Ende der Predigt hat unser Pastor einen Bibelvers, einen Gedanken mit reingeschmissen, nämlich als Jesus am Kreuz gestorben ist, ist der Vorhang im Tempel zum Allerheiligsten, das war der Ort, wo Gottes Gegenwart gelagert war, dieser Vorhang ist von oben nach unten zerrissen. Und das war ein Zeichen dafür, dass Gott diesen Akt, den Jesus am Kreuz getan hat, den Tod, dass er ihn angenommen hat und dass der Weg zu Gott frei ist. Amen. Der Weg zu Gott ist frei, als Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Aber da ist noch etwas total Wichtiges und Besonderes passiert, nämlich, und ich möchte das heute so nennen, wir feiern heute die Auferstehung, aber wir feiern nicht nur die Auferstehung, wir feiern die gemeinsame Auferstehung. Und ich habe die Predigt auch so genannt, die gemeinsame, bessere Auferstehung. Und du wirst gleich hören, wieso ich das so genannt habe, weil ich möchte mit euch heute einen Bibeltext anschauen. Und wir werden auch da sehen, dass Gott etwas geschaffen hat, was vollkommen neu ist. Eine neue Gemeinschaft, die er auch geschaffen hat. Und ich lade euch ein, die Bibel aufzuschlagen in Hebräer 11. Und es ist kein typischer Bibeltext für Ostern. Und gleichzeitig ist es doch total der Osterbibeltext, weil er damit zu tun hat, nämlich mit der Auferstehung, dass unser Jesus lebt, dass er auferstanden ist. Ihr dürft gerne die Bibel aufschlagen oder an der Leinwand mitlesen. Hebräer Kapitel 11. Der Hebräerbrief vielleicht zum Kontext, gerade das 11. Kapitel, ist ein Kapitel, da beschreibt der Verfasser Glaubenshelden. Er beschreibt davon, wie Menschen mit Jesus unterwegs waren, die Auferstehungskraft erlebt haben und welche Veränderungen es in ihrem Leben gab. Und da tut er viele Glaubenshelden aufschreiben und am Schluss fasst er das so ein bisschen zusammen. Kapitel 11, Abvers 32. Wie viel soll ich noch aufzählen? Und es würde zu lange dauern, all die Geschichten über den Glauben von Gideon, von Barak, von Simson, von Jephthah, von David, von Samuel und all den anderen Propheten zu erzählen. Durch den Glauben haben sie Königreiche bezwungen, mit Gerechtigkeit regiert und bekommen, was Gott ihnen versprochen hatte. Sie verschlossen Löwen das Maul, löschten Feuerflammen und entkamen der tödlichen Klinge des Schwertes. Ihre Schwäche wurde ihnen zur Stärke verwandelt. Sie wurden stark im Kampf und schlugen ganze Armeen in die Flucht. Frauen erhielten ihre geliebten Angehörige aus dem Tod zurück. Und jetzt kommt so ein richtiger Cut in diesen Bibeltext. Doch andere vertrauten Gott und wurden gefoltert, weil sie lieber starben, als sich von Gott abzuwenden und freizukommen. Sie setzten ihre Hoffnung auf die Auferstehung zu einem besseren Leben. Einige wurden verspottet und ausgepeitscht. Wieder andere wurden im Gefängnis angekettet. Manche starben durch Steinigung. Andere wurden zersägt, wieder andere mit dem Schwert getötet. Einige gingen in Schaf- und Ziegfällen umher, litten Hunger und wurden unterdrückt oder misshandelt. Sie, die zu gut für diese Welt waren, zogen durch Wüsten und über Gebirge und suchten Zuflucht in Höhlen und Erdlöchern.
An all diesen Menschen hatte Gott wegen ihres Glaubens Freude, doch keiner von ihnen empfing das, was Gott versprochen hatte. Denn Gott hatte weit Besseres für uns vorgesehen, deshalb können sie erst mit uns gemeinsam das Ziel erreichen. Hey, ich möchte dir an dieser Stelle einfach Danke sagen für dein Wort. Ich möchte dir Danke sagen für deine Auferstehungskraft, die in jedem von uns wirkt. Herr, und wir werden gleich durch diesen Bibeltext hören, was es bedeutet und in welche Richtung das geht. Und Herr, danke, dass du uns auch in deinem Wort Dinge gibst, die uns Balance schenken. Dinge gibst, die uns ein breiteres Bild auch über dich geben und auch über die Auferstehung geben. Und so bete ich, Herr, dass du einfach unsere Herzen jetzt ansprichst. Amen. Wir haben in dieser Geschichte zwei Gruppen. Ich glaube, das ist ziemlich eindeutig geworden. Wir haben die erste Gruppe. Das ist eine Gruppe, die erlebt in ihrem Leben einen richtig gewaltigen Kampf. Sie erleben Situationen, wo sie kurz davor sind, zu sterben, zu verhungern, sind schwer krank, sind schwach und wissen nicht, wie sie aus dieser ganzen Situation herauskommen. Und sie schreien zu Gott und Gott antwortet ihnen und greift in ihr Leben hinein, dass auf einmal sich etwas umkehrt, dass sie aus einer Niederlage zu einem Sieg kommen. Das sind Menschen, die erleben, wie Gottes Gegenwart sie verändert, wie Gottes Gegenwart den Umstand verändert. Das ist die Geschichte, wie es hier zum Beispiel heißt, sie verschlossen Löwen das Maul. Das ist die Geschichte von Daniel. Daniel, der zu Gott gestanden hat, wurde wegen seinem Glauben in einen Kerker voller Löwen, hungrigen Löwen reingeschmissen. Und eigentlich war das seine letzte Stunde, es hat geschlagen, seine letzte Sekunde. Eigentlich, wenn du da reingeschmissen wirst in die Löwengrube, ist es vorbei mit dir. Aber Gott ist so groß, Amen. Und Gott macht ein Wunder und die Löwen fressen ihn nicht auf. Dann die andere Geschichte. Das sind die sind Schadrach, Meschach und Abednego, die drei Freunde von Daniel, die auch wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Und sie werden von der Herausforderung gestellt, Gott zu verleugnen, einen anderen Götzen anzubeten oder in den Feuerofen geschmissen zu werden. Wieder eine Situation, aussichtslos, keine Chance. Aber sie sagen, nein, wir bleiben an Gott ran, werden in den Feuerofen geschmissen. Und wir wissen, dass eine vierte Person, ein Engel, sich dazugestellt hat und die drei nicht verbrannt sind. Nichts ist passiert, kein einziges Haar ist verbrannt und sie haben überlebt. Die Geschichte von Elia, von Elisa, wie sie den Witwen begegnen. Und die Witwen erleiden eine schmerzhafte Situation. Eigentlich das, was sich eine Mutter niemals vorstellen möchte, nämlich, dass ihr Kind stirbt. Aber durch ein Wunder tut Gott diese Kinder wieder auferwecken. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich liebe die Geschichten, die Gott schreibt. Ich liebe es, wenn Gott Wunder tut und eingreift. Und deswegen liebe ich es auch als Gemeinde, das, was Chris vorhin gemacht hat, dass wir immer wieder das aussprechen, dass Heilung passieren kann. Ich liebe es, dass wir daran glauben, dass Gott in unsere Welt hineinkommen kann, in unsere Zeit hineinkommen kann und Dinge umkehren kann. Geschichten, wo wir hören, dass Menschen, die zum Arzt gehen, eine unheilbare Krankheit bekommen. Und es heißt, nur noch ein Monat ist zu leben. Geh nach Hause, verabschiede dich von deinem Geliebten. Aber Gott tut ein Wunder und der Mensch lebt weiter. Er wird geheilt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe letztens zum Beispiel einen Prediger angehört und er hat davon erzählt gehabt, wieso er Pastor geworden ist. Und er meinte, dass in seiner Familie, als queer als Kind aufgewachsen ist, im Elternhaus gab es mega, mega viel Zoff, dass die Eltern zueinander gegangen sind. Und durch ein Wunder haben beide Eltern Gott kennengelernt und sind wieder zusammengezogen und es gab eine Versöhnung. Ich weiß nicht, wie es geht, wie ich das Zeugnis gehört habe, aber ich dachte, wow, wie stark ist Gott. Wie krass ist das, dass Familien, die auseinandergerissen werden, durch die Gnade, durch die Auferstehungskraft versöhnt werden, etwas Neues passieren kann. In Lukas 1, Vers 37, da sagt der Engel zu Maria, bei Gott ist nichts unmöglich. Amen. Glaubst du das, dass bei Gott nichts unmöglich ist und dass Gott dein Leben wenden kann? Dass er jede Situation in deinem Leben wenden kann, dich aus dem tiefsten Loch wieder herausziehen kann
etwas Gutes daraus machen kann. Dass du am Ende sagst, der Herr hat gewirkt und der Herr hat etwas Wunderbares gemacht. Die Gefahr, und ihr merkt, in welche Richtung es schon geht, die Gefahr bei der ganzen Sache ist aber, wenn wir hier stehen bleiben. Weil wenn wir hier stehen bleiben, schauen wir auch nicht mehr auf die Auferstehung. Wenn wir hier stehen bleiben, kommen wir manchmal in richtig schwierige Schieflagen. Nämlich, wenn wir hier stehen glauben, wenn wir Glauben nur bis hierhin definieren, können wir in die Richtung fallen, dass wir sagen, wenn wir stark genug glauben, können wir alles verändern. Wenn wir glauben nur und du wirst alles in deinem Leben umkrempeln können. Kennst du diese Thesen? Kennst du diese Aussagen, wenn du krank bist, wenn es dir schlecht geht und jemand kommt und sagt zu dir einfach, glaube nur und du sagst, hey, ich habe schon gebetet, dann, na ja, aber dann hast du nicht genug geglaubt. Dann war dein Glaube zu klein. In diese Falle kann man extrem schnell reinfallen. Deswegen ist die Auferstehung so unglaublich wichtig, weil sie gibt uns eine neue Balance. Ich habe, und ich lese gerade zur Zeit ein Buch von Johnny Erickson, oder ja, Erickson, glaube ich, heißt sie, Johnny Erickson. Der eine oder andere kennt sie wahrscheinlich. Sie hat ein Buch geschrieben, Sehnsucht nach Heilung. Die Johnny, kannst du gerade das nächste Bild aufmachen. Ich sehe, die Johnny sitzt in einem Rollstuhl. Mit 17 Jahren hat sie einen Badeunfall gehabt. Sie waren am See schwimmen und sie ist kopfüber ins Wasser reingesprungen und hat irgendwas berührt, mit dem Kopf berührt und dadurch ist sie querschnittsgelähmt. Mit 17 Jahren. Die Ärzte haben gerungen um ihr Leben. Es ist ein Wunder, dass sie überlebt hat. Mittlerweile ist diese Frau jetzt 74 Jahre alt. 74 Jahre alt, tiefgläubig, aber sitzt immer noch im Rollstuhl. Und als sie dann wieder, sag ich mal, vom Koma aufgewacht ist, gesünder geworden ist, Querschnittslähmung ist geblieben, im Rollstuhl gesessen hat, sind Freunde und Bekannte zu ihr gekommen und haben zu ihr gesagt, wenn du richtig glaubst, wird Gott dich heilen. Wenn du stark genug glauben wirst, wird Gott dich heilen. Und wenn er dich nicht heilt, hast du nicht gut genug geglaubt. Und ich habe in ihrem Buch gelesen gehabt, das fand ich so heftig. Es war Sonntag und nach dem Gottesdienst ist sie raus mit ihrem Rollstuhl zu ihrem Van. Und dann kommt ein Mann zu ihr, wildfremder Mann, hat sie nicht gekannt, hat aber von ihr gehört und sagt, hey, bist du die Johnny? So, ja, ich bin die Johnny. Darf ich für dich beten? Ja, klar, kannst du. Ich bin nie gegen Gebet, darfst für mich beten. Ja, Johnny, hast du vielleicht irgendwelche Sünden in deinem Leben, die du bekennen musst? Er so, nein, ich habe keine Sünde. Doch irgendwas muss da drin sein, irgendwas stimmt da doch nicht, weil sonst hätte Gott dich doch geheilt. Ihr merkt, welche Spannung in diesem Thema drin ist. Ihr merkt, welche Herausforderung in diesem Thema ist. Und deswegen bin ich so froh, dass die Bibel uns diese zwei Gruppen von Menschen gibt. Die eine Gruppe, die erlebt, dass Gottes Gnade hineinkommt in unsere Zeit. Und ich glaube, wir dürfen diese Seite nie verlieren. Wir dürfen immer warten, dass Gottes Kraft in unserem Leben wirksam ist. Dass sie kommen wird. Deswegen bin ich, sage ich immer, ich bete, egal für wen. Ich bete für Heilung und ich vertraue darauf, dass Gott etwas tut. Und gleichzeitig, und dann kommen wir zur Gruppe 2, und es ist total wichtig, diese Balance zu sehen. Es ist wie so ein Cut, den der Verfasser hier macht und sagt, doch andere Menschen erleben Dinge etwas anders. Und er beschreibt hier dann eine Gruppe, die auch in Schwierigkeiten sind, die auch kurz davor sind zu sterben und die dann letztendlich sogar daran sterben. Und er beschreibt hier das so, dass es Menschen sind, die voller Glauben sind. Es sind nicht Menschen, die wenig Glauben haben. Es sind Menschen, die voller Glauben sind. Es sind Menschen, die dem Herrn mit ihrem ganzen Leben vertrauen. Es sind Menschen, die ihm gehorchen. Und dann finde ich das so stark, was die Bibel hier sagt. In Vers 39. An all diesen Menschen hatte Gott wegen ihres Glaubens Freude. An all diesen Menschen, die nicht den Sieg in ihrem Leben erlebt haben, hat Gott Freude.
Und sie haben nicht eine Rettung erlebt, wie zum Beispiel Petrus, als Petrus im Gefängnis gesessen hat. Die Gemeinde hat gebetet und das Tor oder das Schloss ist aufgegangen und Petrus konnte einfach aus dem Knast rausgehen. Aber wir sehen die Geschichte von Johannes dem Täufer. Die Jünger von Johannes, die haben definitiv geschrien zu Gott. Johannes ist im Gefängnis und die Bibel sagt, Johannes war der größte Prophet überhaupt. Johannes der Täufer, aber seine Geschichte endet anders. Sie haben nicht ihn empfangen können, sondern Johannes wurde enthauptet und anders geändert wie bei Petrus. Da ist David, der aus einer schwierigen Familiensituation unbedeutend groß gewachsen ist und ein König geworden ist. Ein König, der wirklich eine ganz, ganz starke Regierung hatte. Und parallel dazu gibt es die Geschichte von Jonathan, dem besten Freund von David. Jonathan, die Bibel sagt, der hatte einen guten Charakter. Hey, das war ein Mensch, der Gott geliebt hat mit Leib und Seele. Das war einer, der hat David unterstützt. Der hat Gott alles gegeben und der hat seinen Vater geehrt. Aber wir lesen davon, dass er in der Schlacht gefallen ist und gestorben ist. Und viele von euch kennen, auch wenn wir das auf heute ein bisschen runterbrechen, viele von euch kennen auch die Geschichte von Philipp Mickenberger. Ein Junge, der oder eine Gruppe, die haben Real Life Guys, ein YouTuber, die das aufgenommen haben oder die das, diesen YouTube-Kanal haben, die voller Glauben sind. Jungs und Mädels, die gesagt haben, hey, wir wollen zeigen, dass das Leben mit Gott wirklich stark ist und gewaltig ist. Und die haben so viele Menschen erreicht. Aber am Ende ist er doch an seinem Krebs und seinem Tumor ist er gestorben. Und irgendwie hast du hier diese Gruppe, wo Gott vollmächtig wirkt. Und auf der anderen Seite hast du diese Gruppe, wo du denkst, was ist hier los? Wo ist die Kraft Gottes? Wo ist die Auferstehungskraft denn plötzlich hin? Und das ist so eine Spannung, die wir, glaube ich, ein Stück weit aushalten müssen. Aber wie kriegen wir dieses Bild zusammen? Wie kriegen wir diese zwei unterschiedlichen Bilder zusammen? Und vielleicht kennst du das auch in deinem Leben. Du bist mit Gott unterwegs und du vertraust ihm, aber in deinem Leben passiert irgendwie nichts. Und vom anderen Glaubensbruder oder Schwester hörst du auf einmal, wie Gott eingegriffen hat. Wie auf einmal ein finanzieller Segen da ist und du denkst, hey, ich bete schon so lange, dass Gott etwas tut in meinem Job. Oder du hörst davon, dass Gott Beziehungen wieder aufgerichtet hat. Und du denkst dir, hey Gott, was ist hier los? Ich bin am Ringen, ich bin am Beten, ich bin am Tun, aber nichts passiert in dergleichen. Vers 40 sagt uns hier eine ganz wichtige Sache. Denn Gott hat weit Besseres für uns vorgesehen. Diese Spannung, diese Herausforderung wirst du nicht ohne der Auferstehung verstehen können. Ohne der Auferstehung wirst du diese Dinge nicht auflösen können. Und ohne der Auferstehung wird dein Glaube ein Desaster werden. Es wird schwierig werden. Wenn zum Beispiel die Johnny Erickson, die hat einen unglaublichen Dienst, den sie tut. Sie hat einen Podcast, sie ermutigt so viele Menschen, gerade mit Behinderungen. Es ermutigt so viele Menschen, die herausgefordert sind. Es zeigt ihnen immer wieder den Weg auf, hey, dass Gott gut ist, dass Gott da ist. Sie hat einen so starken Einfluss. Wenn sie aber immer nur damit ringen würde, wieso hat Gott mich nicht geheilt oder wieso heilt Gott mich jetzt nicht in diesem Moment? Gott mag mich nicht, Gott liebt mich nicht, würde das ihren Dienst wirklich, wirklich schlecht tun. Sie könnte ihren Dienst nicht in diesem Maße dann leben. Die Auferstehung sagt uns eine Sache und dieser Bibeltext sagt uns auch eine Sache, nämlich, dass es etwas Besseres geben wird. Etwas Besseres geben wird und das ist total wichtig zu verstehen, weil jedes Wunder, das in dieser Welt passiert, jedes Mal, wenn Gott eingreift und Krankheit heilt, wird irgendwann doch der Zeitpunkt kommen, wo der Mensch wieder krank wird und sterben wird. Ein Lazarus, der auf eine wundersame Art und Weise von Jesus erweckt wurde, auferweckt wurde von den Toten, ist eines Tages doch wieder gestorben. Die Tochter von Jairus, die auferweckt wurde, die geheilt wurde von ihrer Krankheit, ist vermutlich irgendwann im Leben doch wieder krank geworden. Also jedes Mal, wenn Gott eingreift in unsere Welt, in unsere Zeit, ist es ein Gnadenmoment, wo der Himmel sich öffnet und ein Wunder
wirklich kommt ein Segen ausgeflossen wird. Aber gleichzeitig ist es immer ein Stück weit ein Verschieben des Tages, wo es irgendwann zu Ende geht. Und deswegen ist die Auferstehung so, so wichtig. Ich habe bei der Vorbereitung bin ich auf Makkabäer gestoßen. Und ich weiß nicht, wer von euch die zwei Makkabäer-Bücher kennt. Das sind die Bücher, die geschrieben wurden zwischen der Zeit zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Sie tauchen nicht in unserer Bibel auf, sind Apokryphen. Und da gibt es eine ganz, ganz interessante Geschichte, dass Menschen, die glauben an Gott, sie folgen Jahwe, sie folgen ihm. Und da gibt es eine Geschichte, da werde ich definitiv nicht alles vorlesen, weil das wäre viel, viel zu hart, was da drin alles steht. Aus 2. Makkabäer, Kapitel 7, da wird beschrieben, eine Mutter, die 7 Söhne hat. Und es gibt einen Tyrannen, der Juden über alles hasst. Und er schnappt sich diese Familie und sagt ihnen, hey, verleugnet euren Gott. Und sie sagen, nein, wir bleiben an unserem Gott dran. Und nach wird ein Sohn nach dem anderen Sohn zum Tyrannen vorhergebracht. Und er fängt an, ihn zu foltern und tötet den ersten, tötet den zweiten, den dritten und so weiter. Und am Ende ist die ganze Familie tot. Und mitten in diesen Abschnitt, in diesem Kapitel, sagt einer der Söhne etwas so Wichtiges. Weil wenn du das ganze Leid, den ganzen Schmerz siehst, denkst du dir, hey, wie passt das alles zusammen? Gott, wieso greifst du nicht ein? Und da heißt es in 2. Makkabäer 7, Vers 9, als er nun in den letzten Zügen lag, ich glaube, das war der zweite Sohn, sprach er zum Tyrannen, du verruchter Mensch, du nimmst uns wohl das zeitliche Leben, aber der König der Welt wird uns, die wir um seiner Gesetze willen sterben, wieder wecken in der Auferstehung zum ewigen Leben. Amen. Solche Dinge kannst du nur erdulden, wenn du diese Perspektive der Auferstehung hast. Dinge in deinem Leben wirst du nur erdulden können, wenn du diese Sicht hast. Und ich glaube, um das Leben mit dem Leben klarzukommen, mit Verluste klarzukommen, wird nur funktionieren, wenn wir wirklich daran glauben, dass unser Herr auferstanden ist. Wenn wir wissen, dass er aus dem Toten zurückgekommen ist und lebt und immer noch lebt und oben beim Vater ist am Thron und für uns einsteht, dass er da ist und für dich und für mich da ist. Erst wenn wir diese Auferstehungskraft in unserem Leben sehen, daran festhalten, sind wir in der Lage durchzugehen. Ich habe auf der Bibelschulzeit für mich persönlich etwas gelernt und es hat mir extrem, extrem geholfen. Extrem geholfen, nämlich dieses Verständnis von schon jetzt, noch nicht. Das ist eine biblische Spannung, die wir in der Bibel finden, von schon jetzt, noch nicht. Das bedeutet, das Reich Gottes ist schon jetzt eingebrochen. Schon jetzt ist das Reich Gottes mit Jesus da, in diesem Moment, hier. Das Reich Gottes ist hier, Amen. Das Reich Gottes ist hier und noch nicht ganz in seiner Fülle, die noch kommen wird. Schon jetzt hat Jesus dich frei gemacht von jeder Schuld, von jeder Sünde. Wenn Jesus dich sieht, das ist das, was am Kreuz passiert ist. Jede Schuld hat er auf sich genommen. Und wenn er dich jetzt sieht, bist du vollkommen rein, vollkommen heilig. Und noch bist du auf diesem Weg, und jeder von uns kennt das, mit unseren Schwächen, mit unseren Fehlern, irgendwann ins Reich Gottes hineinzugehen und vollkommen zu werden. Schon jetzt ist Gott dabei, deinen Charakter zu formen, zu verändern, göttlich oder mehr Jesus ähnlicher zu machen. Aber in dieser Welt nicht die ganze Fülle erleben, sondern erst jetzt, wenn wir bei Jesus sind und mit ihm gemeinsam auferstehen. Und dieses schon jetzt und noch nicht. Ich lade dich ein, wirklich diesen Gedanken mal in der Bibel zu verfolgen. Und wir sehen, dass dieses Prinzip immer wieder hindurch schwingt. Und es ist total wichtig, wenn wir über das Thema Heilung sprechen, wenn wir darüber reden, dass Jesus unser Heiler ist, ich glaube das zu 100%. Jesus ist unser Heiler. Und wenn wir darüber sprechen, schon jetzt ist Jesus, der immer wieder hineinkommt und Wunder tut und gleichzeitig das noch nicht, dass die vollkommene Heilung in der Auferstehung kommen wird. Wisst ihr, was das macht? Wenn wir das glauben, wenn wir das verstanden haben,
dass die Auferstehung, was für eine zentrale Rolle es hat, verändert es deine Gegenwart. Die Auferstehung ist nicht einfach ein Zukunftsding, wo du sagst, ah, hier im Leben muss ich halt irgendwie durch und später wird alles gut. Nein, die Auferstehung macht etwas ganz Besonderes. Wir sehen das, was kommen wird und haben den Mut, im Hier und Jetzt Dinge anzupacken und Dinge zu verändern. Dieser Sohn, der hier vor diesem Tyrannen steht, er kann nur so mutig drüber reden, aus einem einzigen Grund, weil er weiß, dass der Tyrann ihm nicht alles nehmen kann, weil er eine Zukunft hat, aber weil er diese Zukunft hat, kann er in diese Gegenwart hineinsprechen. Was bedeutet das? Bedeutet ganz praktisch für dich zum Beispiel in deinen Beziehungen, da wo du jetzt herausgefordert bist, darfst du wissen, in der Zukunft wird Jesus, in der Ewigkeit wird alles geheilt. Aber du hast den Mut, hier im Jetzt Dinge anzupacken, Dinge zu verändern. Wenn wir Johnny Erickson hier nehmen, diesem Beispiel. Sie weiß, eines Tages werde ich von diesem Rollstuhl aufstehen können. Und eines Tages werde ich tanzen und werde ich rennen. Ich habe gelesen, sie war mit 17, sie war eine totale Sportlerin. Die ist geritten und die hat es geliebt, unterwegs zu sein. Momentan kann sie es noch nicht. Aber weil sie weiß, dass es kommen wird, weil sie weiß, dass das Bessere noch vor ihr steht, ist sie in der Lage, das Heute und Jetzt zu genießen, das Heute und Jetzt zu verändern und wirklich das Evangelium in die ganze Welt weiterzubringen. Ich möchte euch drei Punkte noch zum Abschluss mitgeben. Es gäbe hier noch so einiges zu sagen, aber die Auferstehung, die verändert alles. Dass Jesus nicht im Grab liegen geblieben ist, verändert alles, weil es bestätigt das, was Jesus am Kreuz getan hat, nämlich, dass er unsere Schuld auf sich genommen hat. Und die Auferstehung bringt uns drei Dinge. Die erste Sache, es bringt uns eine gemeinsame Auferstehung. Es bringt uns eine neue Gemeinschaft. Eine Sache, die ich an unserer Gemeinde extrem liebe und schätze, ist, dass wir so ultra, ultra international sind. Wir haben so viele unterschiedliche Kulturen hier drin. Und nicht nur das, wir haben unterschiedliche Altersstrukturen drin. Wir sind nicht einfach nur eine hippe, junge Gemeinde, sondern wir haben alle Altersstrukturen drin. Und das finde ich so ultra stark. Und das ist nicht etwas Normales. Ganz ernsthaft. Internationalität ist nicht etwas Normales. Dass Menschen mit unterschiedlichen Herkünften, Hautfarben, Sprachen, Traditionen zusammenkommen und sich als Brüder und Schwester betrachten, das ist nicht etwas Normales. Das ist etwas, was Gott getan hat durch die Auferstehung. Weil wir einen Herrn haben, der für uns gestorben ist, weil er für uns da ist und wir uns dadurch als Brüder und Schwester verstehen können. Aber ich möchte noch auf einen anderen Gedanken hinaus, nämlich Vers 40 am Ende. Heißt es, ihr müsst euch vorstellen, da werden diese ganzen Glaubenshelden vorgelesen. David und Jephtha und Simson und all die großen Männer und Frauen Gottes, die extrem was bewegt haben. Und dann heißt es in Vers 40 im zweiten Abschnitt, oder besser, ich lese mal den ganzen Vers vor. Denn Gott hat weit Besseres für uns vorgesehen. Er spricht jetzt über uns. Er spricht hier nicht über die alten Helden. Er spricht hier über uns. Deshalb können sie, die alten Glaubenshelden, erst mit uns gemeinsam das Ziel erreichen. Wisst ihr, was das heißt? Gott geht jetzt hin, der Verfasser geht jetzt hin und sagt, Sascha, du stehst mit der gleichen Linie wie David. Du stehst mit der gleichen Linie wie Moses. Hey, wie krass ist das? Wir gehören alle zu dieser gleichen Linie. Wir werden gemeinsam mit den ganzen Glaubenshelden zusammenstehen und die warten auf uns. Die warten auf uns. Nicht sie gehen schon vor, sondern die warten jetzt auf uns, dass wir kommen. Und wenn dann Jesus wiederkommt, dann werden wir gemeinsam in die Ewigkeit hineingehen. Hey, wie krass ist das? Es bedeutet, dass die ganzen Propheten und die Könige, hey, sie stehen hier und sagen, lauf,
Lebe dein Glaubensleben, bleib dran. Es lohnt sich. Es gibt ein Leben in der Ewigkeit, nach dem Tod. Es gibt eine Auferstehung. Bleib dran. Hey, wie krass ist das? Als ich das so für mich, mir das bewusst geworden ist, hey, das ist so gewaltig. Gemeinsam werden wir das machen. Und wisst ihr, was dadurch verschwindet? Normalerweise ist es ja so, oft ist es so, also mir geht es manchmal so, wenn du dann hörst, was der mit Gott erlebt oder da, wo jemand gesegnet wird, denkst du, Gott, wieso ich nicht? Aber wenn du dann auf einmal verstehst, nee, Moment, wir sind zusammen unterwegs, kann sich etwas Neues entwickeln und du freust dich darüber. Und du sagst, hey, ich freue mich über deinen Segen, den du bekommst. Weil letztendlich das Wichtigste, das haben wir beide gemeinsam, nämlich die Auferstehung, dass wir gemeinsam irgendwann die Ewigkeit verbringen werden. Und wisst ihr, wie krass das ist? Ich möchte dir das ganz bewusst zusprechen. Wenn du in deinem Leben manchmal das Gefühl hast, hey, ich bin mit Jesus unterwegs, aber irgendwie passiert nichts. Und du denkst dann dir Sachen aus, hey, vielleicht ist es das oder dies oder jenes, vielleicht habe ich zu wenig Glauben, vielleicht habe ich in meiner Vergangenheit irgendwas verbockt, was nicht so gut war. All das spielt keine Rolle, weil hier es heißt, an all den Menschen hatte Gott wegen ihres Glaubens Freude. Wenn du die Verheißungen, wenn du die Segen Gottes in diesem Hier und Jetzt nicht erlebst, spielt es keine Rolle, weil Gott Freude an dir hatte. Weil Gott Freude an dir hat. Und es ist nicht die Größe, es ist nicht die Stärke, es ist nicht mal der Erfolg deines Glaubens. Und ja, ich wünsche mir Erfolg im Glauben, definitiv, gar keine Frage. Aber es ist all nicht das, sondern es ist allein die Freude des Herrn, die wichtig ist. Es ist die Liebe und das hat Gott am Kreuz gezeigt. Er setzte ein Zeichen, als Jesus ans Kreuz gegangen ist. Johannes 3,16 kennt jeder. Und so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eigenen Sohn gab, damit die Welt gerettet wird. Er hat alles gesetzt ans Kreuz. Das haben wir in Karfreitag gefeiert. Und es wurde bewiesen, als er auferstanden wurde. Er hat alles für dich schon gegeben. Ich möchte dir das ganz bewusst zusprechen. Christus hat für dich schon alles getan. Und wenn du manchmal in diesem Leben nicht jede Verheißung erlebst, möchte ich dir doch sagen, Christus hat alles für dich getan. Und wenn du vielleicht gerade in einer finanziellen schwierigen Lage bist, möchte ich dir sagen, Christus hat alles für dich getan. Ja, und ich bete, dass in diesem Hier und Jetzt Dinge sich öffnen und verändern. Aber es ist gar nicht so ausschlaggebend, weil Christus hat es für dich getan. Und noch ein letztes, also Annahme und Freude als zweiter Punkt, als dritter Punkt, da kommen wir zum Abschluss, ist diese Hoffnung. Wir haben hier diese zwei Gruppen, die einen ein heldenhaftes Leben erlebt, die anderen ein Leben, das war total heraus, wobei beide hatten ein schwieriges Leben letztendlich, aber die einen haben nicht den Segen erlebt, sie haben nicht die Verheißung erlebt. Aber eins haben sie. Sie setzten ihre Hoffnung auf die Auferstehung zu einem besseren Leben. Unser Leben hier auf dieser Welt, würde ich sagen, insgesamt, ist eigentlich schön. Wir leben in einer Zeit, die gab es noch nie. Wo natürlich sind jetzt, kriegen wir außenrum von uns Kriege mit und der Krieg ist durch die Ukraine einfach näher gekommen. Aber es gab noch nie eine Zeit, wo der Mensch so lange in Frieden gelebt hat, wo der Mensch in so viel Wohlstand gelebt hat. Aber all das Gute, was du in diesem Leben jetzt schon genießt und an dem du dich auch erfreuen darfst, ich möchte dir eins sagen, es wird etwas kommen, was noch viel besser ist. All das, was jetzt schön war oder ist, wird später noch viel schöner sein. All das, was du so sehr liebst, wird später noch viel besser sein. Und das ist eine Hoffnung, die kann dir keiner rauben. Das sind wie die Söhne von dieser Mutter, die vor diesem Tyrannen stehen und sagen, ich habe eine Hoffnung, dass etwas kommen wird, das noch viel besser ist als das, was ich hier jetzt sehe. Die alten Helden, die alten Glaubensvorbilder in der Bibel, die hatten eine Sache, die wir nicht hatten. Oder besser gesagt, wir haben eine Sache, die viel mehr ist, als sie hatten.
Sie haben geahnt, dass etwas kommen wird. Sie haben geahnt und geglaubt, dass nach dem Leben eine Auferstehung kommen wird. Aber sie haben nicht gewusst, wie es kommen wird. Wir heute im neutestamentlichen Zeitalter, wir wissen, wie Gott es vollbracht hat, dass wir auferstehen. Wir wissen, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist, ans Kreuz gegangen ist, für mich und für dich gestorben ist. Wisst ihr, jede Religion auf dieser Welt, sie spricht davon, dass ein Leben nach dem Tod da ist. Auf unterschiedliche Art und Weise, die einen eher in einer Ideenwelt, sehr, sehr unterschiedlich. Aber sie reden alle davon, dass nach dem Tod irgendetwas da ist. Das Christentum ist die einzige Religion oder der einzige Glaube, die eine Person kennt, die aus dem Tod, aus dem Jenseits auferstanden ist und hier ist. Das Christentum ist der einzigste Glaube, die Person kennt, die auferstanden ist vom Tod. Amen. Und ihr müsst euch das vorstellen, als Jesus auferstanden ist und seinen Jüngern begegnet. Die waren im ersten Moment total verwundert. Die haben das sich gar nicht vorstellen können, dass Jesus aufersteht. Das war so ein riesiges Wunder. Und als Jesus ihnen begegnet, und gerade wenn man die Geschichte mit Thomas sieht, zeigt Jesus ihnen seine Hände und sie sehen die Narben in seinen Händen. Sie sehen die Narben, wo die Nägel reingerammt wurden. Und man fragt sich, Jesus, du hast doch einen neuen Körper bekommen. Du bist doch auferstanden. Für was oder wieso hast du noch diesen Narben? Hättest du nicht irgendwie Make-up oder irgendwas benutzen können, um das irgendwie zu verdecken? Würde doch viel schöner aussehen. Aber Jesus hat diesen Narben, weil er eins zeigen möchte. Ich bin am Kreuz für euch gestorben. Und ich bin bereit und ich möchte diesen Schmerz, den ich da erlebt habe, auf mich nehmen, weil ich möchte, dass du frei bist. Und das Schöne und das Wunderbare an Jesus ist doch genau das, dass er am Kreuz sich dran nageln gelassen hat. Dass er ans Kreuz gegangen ist und dass er gestorben ist für mich und für dich. Und dass er uns dadurch die Freiheit gegeben hat. Diese Narben sind ein Zeichen dafür, dass er für dich sein Leben gegeben hat. Jede Sorge, jede Trauer in deinem Leben, die du hast, wird eines Tages zur Verherrlichung kommen. Wird eines Tages, wenn wir alle gemeinsam auferstehen, wird eines Tages genommen werden und du wirst sagen, wow, Herr, das, was ich da erlitten habe, ist nichts im Gegensatz dazu, was ich jetzt von dir bekommen habe. Und das möchte ich uns wirklich zusprechen. Freu dich über das, was kommen wird. Freu dich, dass du gemeinsam mit den ganzen Glaubenshelden, nicht unten drunter, nicht drüber, nein, gemeinsam mit den ganzen Glaubenshelden in der Ewigkeit sein wirst. Hey, mit Simson, der übernatürliche Kräfte hatte. Mit Mose, der so viele Wunder gemacht hat vom Pharao. Mit denen gemeinsam werden wir stehen. Und dass Gott Freude an dir im Hier und Jetzt hat. Dass er deinen Glauben sieht. Und dass seine Verheißungen in der Ewigkeit zur Verwirklichung kommen. Ja, Dinge werden schon hier passieren. Und Gott wird immer wieder den Himmel öffnen und immer wieder hier etwas tun. Aber das Vollkommene wird kommen. Und diese Hoffnung und diese Freude, die wir haben. Deswegen kann Paulus zum Schluss noch sagen, 1. Korinther 15, Vers 55, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Tod, die Kraft des Todes ist genommen. Und wir dürfen wirklich mit Zuversicht in die Zukunft schauen. Egal, was um uns passiert. Und weil wir diese Zuversicht haben, können wir diese Gegenwart mit prägen in der Kraft Gottes und natürlich in der Auferstehungskraft. Ich möchte uns einladen, aufzustehen.